Jo Leute, und willkommen zu einer weiteren Runde Quick Survival Games. Was laber ich? Keine Quick Survival Games, ganz normale Survival Games. In der Folge will ich mal ein paar Sachen ansprechen bezüglich welchen Server ich gerade spiele und sowas. Und jo. Also, wie ihr wahrscheinlich wisst, spiele ich Set of Salt PvP. Und es geht ja mal diese ganze WK-Klicker-Scheiße darum. Und ganz ehrlich, ich frage mich, was die Leute davon haben, wenn sie das schreiben, weil. Ich sag mal so, mich juckt's eigentlich nicht. Es stört vielleicht die anderen Leute im Chat. Also, mir persönlich, ich kann das persönlich ignorieren. Mir ist es auch eigentlich scheißegal, wenn jemand WK-Klicker schreibt. Ich kann vielleicht nochmal so eine kleine Base-Show hinten dranhängen beim Video, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall spiele ich zurzeit. So, nice. Ja, der sieht mich nicht. Bam, der ist weg. Lass mir mal schnell was. Geht schon ziemlich schnell hier. Wer ist denn da vorne? Josie. Sieht nicht so aus, als ob er ein Schwert hätte. Wird also daher leichtes Spiel. Komm her. Bam, nice. Den haben wir auch. Dann wird das da schon mal erklärt. So. Ich tue mal erstmal ne. Du bist AMK. Ich stehe jetzt hier mal nett. Also auf der Fläche ist es mir zu gefährlich gegen solche Leute. Weil die auch ziemlich gut equipped sind. So, nice. Du bist AMK, scheiße im Skiff und dann spenden für GTAV. Ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt. Mein Server ist okay. Übrigens bei meinem Server, falls es manche noch nicht verstanden haben und close dann dein Server AMK. Ganz ehrlich, es ist. Ja, wenn sie keine Ahnung haben, sollen sie einfach die Fresse halten. Ich habe oft genug gesagt, dass mein Dev im Urlaub ist und ich nichts dafür kann, dass er jetzt nicht da ist. Natürlich war es halt scheiße gewesen, aber er kommt ja wieder. Und aus dem Grund wird dann der Server auch fertig gemacht. Ich werde den Server aufmachen, auch wenn jetzt zum Beispiel andere Server wie Dingens hier, ich will sie gar nicht nennen, obwohl die andere Server aufgemacht haben. Und. Ich werde meinen Server weitermachen, egal was die Leute sagen. Also, ich werde den Server aufmachen, wenn euch das nicht gefällt. Dann ist es mir eigentlich sozusagen. Hello? Damage? Sorry, nur wenn ich in deine Runde joine, darf ich nochmal. Was ist hier los? Kann mich nicht bewegen. Nice. Okay, hier ist anscheinend was. Nö, da will mich nur eine neue Runde mit reinnehmen, kann er vergessen. So, ja, die Eisenhose nehme ich jetzt halt mal mit. Ist hier unten gerade den Kompass? Ach, der ist mir gar nicht aufgefallen. So, wenn wir jetzt hier ein paar Leute schlachten, falls sie fragen, wieso ich hier nicht Jitter-Klicke, ist das ganz so. Bei Survival Games ist es so, dass Jittern ist bei mir halt nur, wenn ich Speed habe. Ansonsten mache ich Blockhitten, weil Blockhitten ist eine Art, wie ich mich halt besser zur Wehr setzen könnte. Kann man so sagen. Ist ja Teams verboten. Das ist schon mal gut. Ansonsten hätte ich hier vielleicht ein paar Probleme. Alles klar. Komm, leckt. Jetzt wahrscheinlich ist er runtergefallen oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es bitter, wenn jetzt gerade Komm, leckt. Ich spiele jetzt seit Komm, erst diese ein paar Tagen. Wurde dann gebannt wegen Force Field, was eigentlich auch richtig krass ist. Wenn man sich mal überlegt, wie Chris und Force Field. Dann, das ist Komm. Ach du Kacke. Ich liebe es, wenn die Leute immer so Komm, dich haben. Komm. Nee, aber wir werden jetzt erstmal gucken, ob hier oben noch Leute sind, dann schlachten wir die schnell ab. Und übrigens, mein Server kommt on, falls ich jetzt noch zum tausendmal wiederholen muss, aber weil die Leute einfach nicht verstehen wollen. Ich habe nie vorgehabt, das Geld für mich allein zu behalten. YouTube. Alles klar. Jetzt muss ich hier nochmal runter, oder was? Oh, Diamant, nice. Sehr schön. Geh mal vorsichtig hier runter. Wenn der jetzt hier gerade schon ein ziemlich gutes Schwert hat. Ach, ich bin so behindert. Nice! Fall runter. Gott, das Eisenschwert gehört mir. Nice! Da fällt das Eisenschwert einfach runter, wie geil!
Nice, das ist so unverdient irgendwie, aber scheiß drauf. Wenn es dir die guten Sachen liegen. Oh, Eisen, sehr schön. Den holen wir uns noch. Der entkommt mir nicht. Müssen wir von unten die Höhe. Das war aber gut. Haben leider nur nichts gebracht. Denn jetzt bin ich ganz klar im Vorteil. Opa. Muss runterspringen. Weil hier vorne geht's halt weiter. Das hat er leider gut gemacht, das muss ich da dazugeben. Mann, was ist hier los? Aber spring ich jetzt nicht runter. Ha. Lappen. Schieß den Fall irgendwo hin, wo ich ihn aufsammeln kann. Nice. Nein! Wenn ich jetzt sterbe, wird das so bitter. Bam! Nice! GG. Boah, Leute, das war eine harte Runde. Ansonsten kann ich euch noch mal ganz kurz meine Base zeigen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Ich bin ganz kurz hier raus und... Ja, mein Server ist noch online, der ist nicht geschlossen, aber wir haben ja eine andere Domain, deswegen anmelden, so, SoundVP. Ich glaube, ich bin, warte, kann das sein? Doch, ich bin hier, Koordinaten sind aus, nice. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen, hier ein paar Tränke so vom vielen Fahrten jetzt halt. IVs habe ich meistens in meiner Enderkiste, deswegen liegen hier sehr wenige drinne. Ich werde, da habe ich komplett meine Enderkiste, ich kann euch mal alles hier zeigen kurz. Salbox ich richtig. Und es gibt ja auch viele Leute, die mich fragen, wie WK Chris, wieso spielst du nicht mehr auf Dingens, wie heißt's? Auf Muxkraft. Der einfache Grund ist die Heal-Tränke. Wenn die Heal-Tränke wieder auf dem normalen Wert sind, also dass man sich nicht Ops kaufen muss, wäre ich wieder drauf und würde es mir überlegen. Aber wenn ich mir Muxkraft angucke, kann ich dem Server nicht so leicht verzeihen. Ich musste jetzt geschlagen ein Jahr mit Hackern kämpfen. Und. Oh, hier habe ich nochmal eine Phone, nice. Und. Aus dem Grund bin ich ehrlich gesagt gar nicht so zufrieden, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine Meinung, ich werde Muxkraft so leicht die Chance nicht geben, auch wenn jetzt sie sagen, oh, Friede, Feuer, Eierkuchen, das ist mir scheißegal. Ich habe Muxkraft schon so lange unterstützt, habe Peter immer das Gespräch gesucht und falls es manche Leute nicht glauben, teilweise hat es auch mit mir zu tun gehabt, dass diese Hackersperre eingeführt wurde. Ich habe ja damals Peter einen Vortrag gehalten, als ich PvP Core eröffnet hatte, da gab es ja Streiten im Team, ist mir scheißegal, ob es mir glaubt oder nicht. Er wollte es eigentlich mal selbst sagen, aber Peter, wenn du das Video siehst, könntest du vielleicht auch nochmal in dein Video reinpacken, dass du es eigentlich auch mir verdankt hast, dass hier viele Neuen gekommen sind. Ich habe zum Beispiel Idee gehabt mit dem alten FFA, ob es mir glaubt oder nicht. Ich habe auch jedem, ich habe eigentlich nie was gegen Server. Ich habe auch, mir ist eigentlich egal, ob ihr auf meinem Server spielt. Ich habe euch angeboten, auf meinem Server zu spielen und guck mal, ihr spielt zurzeit auch auf Salt PvP, weil ich solche Server auch unterstützen möchte, weil zum Beispiel bei meinem Server wird E-Fix sein und hier ist zum Beispiel kein E-Fix und wenn ich hier Server sehe, die wo die Leute gut spielen können, ist mir sozusagen egal, wo sie spielen, solange sie ihren Spaß an Minecraft haben, weil ich habe ja auch von Anfang an wollte ich auch, dass die Minecraft-Community zusammenbleibt und das mit dem WK-Klicker hat es jetzt halt nicht geschafft wegen AW, aber da gehe ich nicht genau ein, Push habe ich gerade, habe ich geownt, glaube ich, letztes Mal und ja Leute, wenn es euch, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Bewertet auch den Arbeit und die Mühe, die ich in diesen Videos stecke und nicht einfach nur sagen, Wicker, Klicker, Dislike. Es ist mir eigentlich egal, aber ihr seht die Mühe, die hinter den Videos steckt. Da kann Coffee kommen und kann sagen, der Wicker ist trotzdem scheiße.
Aber achtet mal wirklich darauf, wie man sich die Mühe gibt. Ich muss die Videos auch hochladen, das heißt, mein Ping ist ganz hoch. Ich kann derzeit nicht zocken, wo ich hochlade. Und ich würde mal ganz ehrlich mich freuen, wenn ihr auch die Arbeit, die dahinter steckt, beurteilt. Nicht einfach nur WK-Klicker hier schreiben. Und ja, ansonsten war es hier gewesen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.